Artikelnummer SCP-709. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-709 wurde derzeit in TA-F2 Sektor 28 aufgebaut. Es ist jedem Mitarbeiter erlaubt, die Kugel zu betreten, sofern der Aufenthalt im Voraus geplant wurde, um etwaige Konflikte zu vermeiden. D-Klasse-Personal, welches die Kugel benutzen möchte, benötigt hierfür die Erlaubnis seines direkten Betreuers. Beschreibung: Bei SCP-709 handelt es sich um ein kugelförmiges Baumhaus, das aus einem Bausatz der Firma mit Sitz in Vancouver Island zusammengebaut wurde. Es wurde als kleine Wohnung eingerichtet, die zum Übernachten geeignet ist. Wenn eine Person für einen Zeitraum von mehr als 3-5 Minuten aus dem Fenster der Kugel schaut, beginnt sie, scheinbar alternative Versionen des Waldes und seiner Bewohner zu sehen, wie zum Beispiel einen vierflügeligen Vogel oder eine Reihe von zweibeinigen Pumas, die einem Pfad entlang liefen. Diese Visionen sind weder zwischen den einzelnen Beobachtungen noch zwischen den Beobachtern während einer einzelnen Sitzung konsistent. Sie können zwar mit einer herkömmlichen Video- oder Filmausrüstung aufgezeichnet werden, aber die Ausrüstung wird nicht dieselben Dinge aufzeichnen, die von den Beobachtern gesehen wurden. Ebenso variiert die Aufzeichnung verschiedener Kameras, selbst während gleichzeitiger Aufnahme. Anhang: Die Foundation wurde zum ersten Mal aufmerksam auf SCP-709, als sein Besitzer damit begann, sich bei seinem Psychiater über Halluzinationen im Zusammenhang mit dem Baumhaus zu beschweren. Beim besagten Psychiater handelte es sich um eine unserer Kontaktpersonen, der uns daraufhin über diesen anormalen Fall informierte. Nachdem das Baumhaus am verdeckt untersucht wurde, berichtete Agentin Talmor, dass es sich bei der Kugel tatsächlich um einen SCP-Kandidaten handeln würde. Auf ihre Empfehlung hin ermutigte der Psychiater seinen Patienten, die Kugel zu ersetzen. Ein Team von Agenten, das sich als örtliche Müllabfuhrfirma ausgab, sammelte die Originalkugel ein und baute sie in TA-F2 wieder auf. Der ursprüngliche Besitzer beklagt sich seitdem nicht mehr über Halluzinationen und hält die Dinge, die er gesehen hat, für Produkte seiner Einbildung. Anhang 2: Personal, das von SCP-709 Gebrauch gemacht hat, wird ermutigt, seine Beobachtungen im Beobachtungsprotokoll 709 festzuhalten. Beobachtungsprotokoll 709. Bitte geben Sie Ihren Namen, das Datum, die Anfangszeit der Beobachtung sowie die Dauer an. Name: Agentin Talmor. Datum: 4. Januar 2009. Uhrzeit: ca. 23.15 Uhr. Dauer: ca. 20 Minuten. Eine Familie von Waschbären, die mit Handschuhen und Stiefeln im Schnee spielten. Sie formten und warfen Schneebälle, bauten einen Schneewaschbären und spielten ansonsten ganz normal im Winterwetter. Name: Agent Thompson. Datum: 6. Januar 2009. Uhrzeit: 19.30 Uhr. Dauer: 23 Minuten. Mehrere Wildtiere, darunter Bären, Hirsche, Wölfe, Vögel, Schafe, Waschbären und Eichhörnchen, alle zweibeinig, die unter Verwendung aktueller automatischer Waffen und mehrerer futuristischer Laserkanonen Krieg führten. Name: Dr. Datum: 8. Januar. Uhrzeit: 12 Uhr. Dauer: 30 Minuten. Großes baumartiges Wesen, das sich während der Beobachtung insgesamt etwa 1,2 Meter bewegte. Es konnte beobachtet werden, wie es scheinbar mehrmals seine Äste in wellenartigen Bewegungen verformte und eine große, natterartige Echse mit Gleitflügeln, die Teil des Brustkorbs zu sein schien. Eine kleine Familie von Grizzlybären, die ähnliche Zungen wie die eines Chamäleons zu haben schienen, sowie einen zweiten Satz von Gliedmaßen in der Mitte des Brustkorbs. Daten gelöscht. Der Beobachtung bewusst. Der Grad des Bewusstseins scheint minimal zu sein und die physischen Dimensionen des Objekts schränkten jede Möglichkeit der Interaktion ein. Name: Agent Carrion Trooper. Datum: 10. Juli 2009. Zeit: ca. 9.10 Uhr. Dauer: ca. 50 Minuten. Velociraptoren auf der Jagd nach einem Parasaurolophus. Sie benutzten Obsidianmesser, um ihre Beute zu schlachten und hatten beutelartige Behälter dabei, in die sie den Rest des Fleisches legten. Sie verließen den Schauplatz, nachdem sie den Parasaurolophus geschlachtet hatten. Kurz nach ihrem Abzug huschten kleine, unidentifizierte Dinosaurier zu dem Kadaver und fraßen Stücke davon. Name: Agent Hunter und eine Videokamera.
Datum 17. Mai 2009. Zeit ca. 17.10 Uhr. Dauer ca. 45 Minuten. Zuerst sah man ein Kind auf einem Schaukelpferd herumfliegen, das von einem scheinbar kleinen, freundlichen Vogelschwarm gejagt wurde. Die Vögel entsprachen keiner einheimischen Art. Nachdem sie geflohen waren, sah man mehrere Bäume umfallen, obwohl kein Geräusch zu hören war, das ihren Sturz erklären könnte. Schließlich lief eine Herde von Miniaturelefanten in der Größe von Ponys vorbei. Die Kamera nahm nichts auf. Um genauer zu sein, scheint es sich bei der Aufnahme um ein einziges Standbild zu handeln. Es enthielt mindestens zwei Vögel im Flug, begleitet von den normalen Geräuschen eines Waldes. Name: Dr. Light. Datum: 10. August 2009. Uhrzeit: 8.30 Uhr. Dauer: ca. 60 Minuten. Ein einzelner Organismus von variabler Größe und Form, der aus einem nahegelegenen Gewässer auftauchte und in der folgenden Stunde die Stufen der menschlichen Evolution nachbildete. Er begann als frühe Amphibie und begann langsam mit dem Wachstum von Beinen, Armen, Fell, Zähnen, wurde zweibeinig und benutzte Stöcke als Werkzeuge. Nachdem der Organismus das gegenwärtige Stadium der menschlichen Entwicklung erreicht hatte, entwickelte er sich etwa 5 Minuten lang weiter. Er gewann längere Finger und Zehen und größere Augen, während seine Statur abnahm, bis er plötzlich von einem scheinbar sehr schnellen, sehr großen SCP-682 verzehrt wurde. Dr. Light merkte an, dass dieser Prozess zwar leicht verstörend, aber wissenschaftlich faszinierend gewesen war und sie ihn gerne aufgezeichnet hätte. Name: Dr. Garcia. Datum: 11. November 2010. Uhrzeit: 14.45 Uhr. Dauer: ca. 25 Minuten. Die Umgebung scheint bis zu einer Tiefe, die weit über die Höhe des Beobachtungsstandorts hinausgeht, mit einer Flüssigkeit überflutet zu sein. Scheinbar flüssiges Methan basierend auf. Weder die Oberfläche noch der Boden dieses Meeres konnten beobachtet werden und die Lichtverhältnisse waren sehr schlecht. Eine Gruppe Manta-Rochen-ähnlicher biolumineszierender Organismen, die jeweils mehr als 40 Meter Körperlänge hatten, schwamm zu einem Zeitpunkt am Beobachtungspunkt vorbei. Name: Agent Poe. Datum: 20. März 2012. Uhrzeit: 17.40 Uhr. Dauer: ca. 15 Minuten. Ein riesiges und seltsam verzerrtes menschliches Gesicht, das knapp über dem Aussichtspunkt auftauchte. Er starrte den Agenten mehrere Minuten lang direkt an, bevor Daten gelöscht. Man sah, wie sich aus den Überresten eine Reihe von menschenähnlichen Kreaturen bildeten, die sich alle ihres Beobachters bewusst zu sein schienen. Name: Dr. Chesnokov. Datum: 15. Mai 2012. Uhrzeit: 12.12 Uhr. Dauer: ca. 38 Minuten. Ein einzelner männlicher Pandroglodytes, gemeiner Schimpanse, erschien vom Südwesten im Blickfeld des Beobachtungspunktes und trug Folgendes bei sich. In der linken Hand ein Smoothie-Becher der Marke mit einer violetten Flüssigkeit, die durch den durchsichtigen Strohhalm sichtbar war. Im Mund ein unauffälliges Smartphone und unter dem rechten Arm ein Roman mit dem Titel. Der Schimpanse machte sich auf den Weg zu einem Baum und kletterte nach oben, bis er einen Ast auf Augenhöhe des Beobachters, etwa 30 Meter entfernt, erreichte. Für den Rest der Beobachtung starrte der Schimpanse aufmerksam auf die Seiten im Buch, nippte gelegentlich an seinem Smoothie und schaute auf sein Smartphone. Dies dauerte 37 Minuten, bis er plötzlich aufstand und wieder nach unten kletterte und in dieselbe Richtung zurückging, aus der er gekommen war. Name: Forscher Charon. Datum: 6. Mai 2012. Uhrzeit: 11.32 Uhr. Dauer: ca. 23 Minuten. Eine Gruppe von 5 Suricata Suricata, Erdmännchen, die auf vierrädrigen Quad-ähnlichen Fahrzeugen fuhren. Alle trugen Lederwesten, auf deren Rücken in der Mitte eine große Sonne mit einem Heiligenschein und die Worte Sonnenengel gestickt waren. Durch unverständliches Zirpen und Bellen koordinierend schienen sie auf der Suche nach etwas zu sein. Nach etwa 10 Minuten bildeten sie einen großen Kreis, stiegen von ihren Fahrzeugen ab und begannen sich nach innen zu bewegen. Als der Kreis einen Durchmesser von ca. 25 Metern hatte, sprang etwa in der Mitte des Kreises etwas aus dem Unterholz und versuchte zu entkommen. Nachdem es sich umgedreht und gesehen hatte, dass es umzingelt war, versuchte es, letzten Widerstand zu leisten. Diese Entität sah wie eine Art Wolfshominide aus. Die 5 Erdmännchen näherten sich dem Wolfsgeschöpf mit ihren langen Krallen und griffen es an, wobei sie aufhörten, als eines der Bandenmitglieder den Kopf des Geschöpfes in den Händen hielt. Forscher Charon merkte sichtlich erschüttert an: Ach, werde ich nie wieder den König der Löwen sehen können. Name: Dr. Zara.
Datum 4. Oktober 2012. Uhrzeit 11.17 Uhr. Dauer ca. 45 Minuten. Flora unverändert. Fauna nicht sichtbar, außer einem einzelnen, riesigen Pferd, das langsam nach Westen wanderte. Die atmosphärische Dämmerung lässt vermuten, dass das Pferd mindestens 20 Kilometer entfernt und mehr als 5 Kilometer hoch war. Name: Forscher Ford. Datum: 12. Oktober 2012. Uhrzeit: 13.13 Uhr. Dauer: etwa 10 Minuten. Ford sah beim Verlassen des Baumhauses völlig verwirrt aus. Dann erklärte er, er habe 4 Männer in Holzfällerkleidung gesehen, die sich um einen Baumstamm versammelt hatten. Keiner der Männer hatte irgendwelche offensichtlichen Gesichtszüge. Einer trug eine Trompete, die aus Messing zu sein schien, und hielt sie in der Nähe der Stelle, an der sich ein Mund befinden würde. Ein anderer dribbelte einen Basketball zwischen seinen beiden Händen. Der dritte trug einen Vogelkäfig mit einem grauen, taubenähnlichen Vogel darin. Der letzte hatte ein Glas Erdnussbutter und ein Plastikmesser dabei und bestrich den Stamm damit. Der Forscher war seltsamerweise besorgt über die Tatsache, dass das Erdnussbutterglas selbst nach 10 Minuten immer noch nicht leer war. Diese Sorge bewegt sich innerhalb der normalen Parameter und rechtfertigt daher keinen psychologischen Test. Name: Dr. Gams. Datum: 27. Mai 2013. Uhrzeit: 14.35 Uhr. Dauer: etwa 42 Minuten. Ein Insektenschwarm, welcher scheinbar aus Vespa mandarinia, der asiatischen Riesenhornisse, bestand, wurde beobachtet, als er sich vom verbrannten Leichnam eines nicht identifizierten Säugetiers näherte. Nach etwa 10 Minuten erschien eine lebende Version des Säugetiers, das scheinbar in Flammen stand, und von einem zweibeinigen Crocodylus porosus, Salzwasserkrokodil, an einer Leine gehalten wurde, im Sichtfeld. Das zweibeinige Krokodil riss einen tiefhängenden Ast eines nahegelegenen Baumes ab und schnitzte ihn zu einer groben Flöte. Nach etwa 20 Minuten spielte es diese provisorische Flöte, wodurch die Hornissen etwa 5 Sekunden lang unkontrolliert krampften und sich nicht mehr bewegten. Für den Rest der Beobachtung zerstampfte und fraß das Säugetier die Hornissen. Name: Dr. Miller. Datum: 11. Mai 2014. Uhrzeit: 10.24 Uhr. Dauer: 17 Minuten. Eine Reihe von etwa 200 Erdferkeln, Oryctheropus afer, marschierte paarweise am Beobachtungsposten vorbei. Die Erdferkel besaßen verschiedene helle Musterungen, ähnlich denen von Krawatten. Name: Dr. King. Datum: 17. Januar 2015. Uhrzeit: 12.15 Uhr. Dauer: exakt 5 Minuten. Dr. King kam genau 5 Minuten, nachdem er eingetreten war, heraus und fluchte ausgiebig. Schließlich beruhigte er sich so weit, dass er erklären konnte, was er gesehen hatte. Sobald die Beobachtung begann, füllte sich der Wald sofort mit Apfelsamen bis knapp unter das Baumhaus. Zu diesem Zeitpunkt beschloss er, dass er mit dem Test fertig war. Name: Agent Masterson. Datum: 5. November 2016. Uhrzeit: 16.25 Uhr. Dauer: 8 Minuten. Zwei Wesen, die als weibliche Menschen im Alter von etwa 20 Jahren erschienen, etwa 10 cm groß waren und leuchtend durchscheinende Flügel auf dem Rücken besaßen, flogen zum Beobachtungsfenster hinauf. Sie schienen sich über Agent Masterson zu unterhalten, wobei sie häufig auf ihn zeigten und versuchten, durch das Fenster zu schauen. Dann flogen sie weg. Name: Dr. Smith. Datum: 23. Juni 2017. Uhrzeit: 9.15 Uhr. Dauer: 69 Minuten. 12 Graukängurus, Macropus giganteus, kamen in Sicht, gefolgt von 6 Riesenschuppentieren, Smutsia gigantea, die zusammengerollte Matten trugen. Ein Känguru begann, die Schuppentiere mit einem Stab zu schlagen, und die Schuppentiere rollten daraufhin die Matten schnell auf dem Boden aus. 2 Kängurus gingen an den Kopf des abgedeckten Bereichs, während die anderen beobachteten. Die Kängurus verbeugten sich dann voreinander und begannen, verschiedene Kampfmanöver fortzuführen. Dann begannen die anderen Kängurus, sie nachzuahmen. Die Schuppentiere blieben bewegungslos neben den Matten liegen. Nach 15 Minuten begannen die ersten beiden Kängurus eine weitere Serie von Kampftechniken vorzuführen und wieder ahmten die anderen 10 Kängurus die 15 Minuten lang wiederholt nach. Dann verbeugten sich alle Kängurus wieder voreinander und verließen die Matten. Ein Känguru begann erneut mit seinem Stab auf die Schuppentiere zu schlagen, die dann schnell die Matten wieder zusammenrollten, und alle 18 Entitäten verließen das Gebiet. Name: Dr. Dreamly. Datum: 9. Dezember 2017. Zeit: etwa 7.35 Uhr. Dauer: 10 Minuten. Alle Pflanzen außer dem Gras verschwinden zu Beginn der Beobachtung und es bildet sich ein Feldweg entlang des Bodens,
von der äußersten linken Seite des Beobachtungsgebietes bis zur äußersten rechten Seite. Der Boden hob sich auf magische Weise entsprechend der Höhe des Beobachtungspunktes an. Eine Parade zweibeiniger amerikanischer Kurzhaarkatzen, Felis catus, und Haushunden, Canis familiaris, die Marschkapellenkleidung trugen, marschierten etwa 7 Minuten lang am Beobachtungspunkt vorbei, bis das letzte Mitglied der Parade, ein zweibeiniges flämisches Riesenkaninchen, das eine rosa Fahne trug, das Blickfeld verließ. Während die Entitäten vorbeimarschierten, schoss Konfetti aus kleinen Öffnungen im Boden hoch, sobald der Anführer bestimmte Kontrollpunkte überquerte, die durch 2 Flaggen am Wegrand markiert waren. Name: Forscher Philipsen. Datum: 22. März 2018. Uhrzeit: 13.45 Uhr. Dauer: 86 Minuten. 2 Armeen, von denen eine vollständig aus nackten, männlichen Humanoiden mit den Köpfen von Weißkopfseeadlern, Haliaetus leucocephalus, und die andere vollständig aus nackten, weiblichen Humanoiden mit den Köpfen von grauen Eichhörnchen, Sciurus carolinensis, kämpften gegeneinander. Das Heer der eichhörnchenköpfigen Wesen trug Dolche unbekannter Machart, und die adlerköpfigen Wesen hatten etwa 18 cm lange Krallen an ihren Fingern. Nach etwa 60 blutigen Minuten wird der Kampf eingestellt und der Anführer der Armee der Eichhörnchenköpfe herausgezogen und vom Anführer der Adlerarmee geköpft. Alle lebenden Kämpfer verlassen das Gebiet, aber die Leichen der toten Soldaten bleiben bis zur Beendigung der Beobachtung zurück. Name: Dr. Trent. Datum: 14. November 2016. Uhrzeit: 8.30 Uhr. Dauer: 6 Minuten. Eine 4 Meter große schwarze Ratte, Rattus rattus, klettert auf den Baum, der dem Beobachtungsbereich am nächsten liegt, und starrte Dr. Trent fast 4 Minuten lang an. Die große Ratte versuchte dann auf Dr. Trent zu springen, der sofort nach hinten fiel und floh. Anmerkung durch Dr. Trent: Heilige Scheiße! Das Scheißteil hat mich zu Tode erschreckt! Verdammte Ding hat mir einen Herzinfarkt verpasst! Dr. Trent. Name: Agent Patterson. Datum: 26. Februar 2020. Uhrzeit: 12.25 Uhr. Dauer: 74 Minuten. Ein großes Loch öffnete sich im Boden, in welches Bäume, Büsche und mehrere Tiere fielen. Ein großer Feuersturm entstand im Loch und stieg nach oben, verdampfte sofort alles in seiner Umgebung und verdeckte das Fenster. Im Inneren von SCP-709 war keine Hitze zu spüren. Nach etwa 10 Minuten voller Stille und Rauch, der wie bei einem Vulkanausbruch aus dem Loch aufstieg, kletterten, flogen und sprangen eine Armee dämonischer Entitäten aus dem Loch. Ein riesiger Hybrid, eine Mischung aus Mensch, Ziege, Stier, Schlange und Schwein, mit großen ledernen Fledermausflügeln, streckte seine Krallenhände aus dem Loch und riss es weiter auf. Der stark entstellte Kopf und Oberkörper des Wesens ragte aus dem jetzt gigantischen Loch, während es seine 4 großen muskulösen Arme hob, von denen jeder mit Schuppen, Fell, Knochen, Federkielen, brennendem Fleisch und Muskelgewebe bedeckt war, während die kleineren teuflischen Wesen anfingen zu singen und zu schreien. Das Wesen zeigte mit den Armen zum Fenster, als eine Gruppe geflügelter Dämonen auf SCP-709 zuraste. Die Dämonen, die das Fenster angriffen, waren ziemlich schwach und hatten keinen Einfluss auf SCP-709. Ihre kleinen mistgabelartigen Waffen verursachten nur leichte Klopfgeräusche.